Ich möchte nun das Lösen von einem linearen Gleichungssystem etwas systematischer angehen und das führt uns dann zum sogenannten Gaußschen Eliminationsverfahren. Wir haben ja dieses Beispiel von zwei linearen Gleichungen schon gesehen und wir haben auch schon gesehen, wie man das lösen kann. Also man macht das Folgende, man übernimmt einmal die erste Gleichung und dann versucht man mit Hilfe der ersten Gleichung eine Variable, in dem Fall die Variable x, aus der zweiten zu eliminieren. Also was macht man hier? Man nimmt eben die zweite Gleichung und zieht dreimal die erste ab. Dann verschwindet hier das x, also 3x minus 3 mal x ist eben 0. Und hier haben wir ein y minus 2 mal minus 3 mal y, also 1 plus 6 ist 7y. Und hier haben wir 10 minus 3 mal 1 ist 7. Nun, und damit können wir natürlich, wie wir gesehen haben, y berechnen. Und wenn man y berechnet hat, bekommt man auch daraus den x-Wert. An dieser Stelle möchte ich aber bemerken, dass wir mit diesen x und y eigentlich zu viel hier hinschreiben. Was wir eigentlich benötigen, ist nur die Information der Koeffizienten, die hier stehen. Und das in dem Fall 1 minus 2, 3, 1 und dann die Werte hier auf der rechten Seite. Das ist das Einzige, was ich hier benötige, um weiterzumachen. Nun, ich kann jetzt eliminieren. Was bedeutet das Eliminieren? Dass ich jetzt versuche, irgendwo Nullen zu erzeugen. Also in dem Fall an dieser Stelle hier, da möchte ich einen Nullen erzeugen, und zwar mit Hilfe der ersten Gleichung. Die erste Gleichung oder die erste Zeile von diesem Schema lasse ich sozusagen stehen. Also das ist die erste Zeile, das ist die zweite. Also die erste lasse ich stehen und die zweite bekomme ich dadurch, dass ich hier einen versuche, einen Nuller zu bekommen. Das heißt, ich nehme die zweite Zeile und minus 3 mal die erste, also ist die gleiche Rechnung wie vorher, dann entsteht eben hier 0, ja, und dann 1 minus 3 mal minus 2 ist wieder 7 und hier 10 minus 3 ist 7. Also wir sehen, wir können sozusagen das auch ein bisschen schematischer machen, indem wir x und y quasi vergessen und einfach hier nur die Koeffizientenmatrix und hier die rechte Seite aufnotieren und hier in der Weise eliminieren, dass wir Nullen erzeugen. Hier muss natürlich eine Zahl ungleich 0 stehen und dann entsteht hier 0. Wenn wir entsprechend hier subtrahieren mit einem geeigneten Vielfachen. Nun, natürlich können wir hier immer sofort hin und her übersetzen. Also wenn wir so etwas sehen, erkennen wir, dass das heißt 7y ist gleich 7. Und daraus kann ich durch Division, durch 7, natürlich y sofort ermitteln. Das kann ich aber auch in diesem Schema durchführen, indem ich einfach die zweite Zeile durch 7 dividiere. Also ich übertrage wieder die erste Zeile, das ist also wieder das erste, und das bei der zweiten dividiere ich einfach durch 7, dann erhalte ich hier 0, 1, 1 und das entspricht natürlich genau dem, was wir hier machen würden, also y ist gleich 1 und das andere würde noch gleich bleiben. Nun, so weit waren wir letztens auch schon und wir haben dann einfach hier y eingesetzt und x ermittelt und x ist dann 3. Aber bleiben wir mal hier auf diesem Schema und versuchen jetzt weiter Nullen zu erzeugen. Was könnten wir hier machen? Wir haben bis jetzt immer nur die erste Gleichung oder die erste Zeile festgehalten und dann mit der zweiten etwas gemacht. Machen wir es jetzt umgekehrt. Halten wir mal die zweite Zeile fest. Also die bleibt gleich. Und was können wir jetzt machen? Also Ziel könnte zum Beispiel sein, diese Zahl hier zu eliminieren. Also hier eine Nuller zu erzeugen. Ja, das können wir machen, indem wir die erste Zeile nehmen und jetzt zweimal die zweite dazu addieren. Denn dadurch entsteht dann hier 0. An dieser Stelle verändert sich gar nichts, aber das ist dem geschuldet, dass eben hier schon ein Nuller steht. Also hier bleibt der 1er stehen. Und wenn ich hier addiere, bekomme ich 3. Und das ist natürlich jetzt eine Bauart von diesem Schema, das sehr elegant ist, denn wenn ich das übersetze, steht hier einfach x ist gleich
3 und y gleich 1. Das heißt, ich erhalte hier direkte Lösung. Also wenn ich das kurz zusammenfasse, ich nehme das lineare Gleichungssystem, ich stelle das schematisch dar, also ich übernehme nur die Koeffizientenmatrix und die rechte Seite und versuche jetzt mit geeigneten Operationen hier diese Matrix, die hier steht, zu einer sogenannten Einheitsmatrix zu übersetzen. Denn wenn hier eine Einheitsmatrix steht, dann kann ich hier die Lösung direkt ablesen. Da steht ein x ist gleich 3, y gleich 1 und wir werden das dann sehen, wie das bei mehreren Variablen sind. Nun, welche Operationen sind zugelassen? Nun, eine Operation, die wir hier mehrfach verwendet haben, ist die sogenannte erste elementare Zeilenumformung, dass wir ein Vielfaches einer Zeile zu einer anderen addieren. Ja, wie hier, also wir nehmen die zweite Zeile und addieren minus 3 mal die erste. Und wir können das aber auch wieder rückgängig machen, indem wir 3 mal die erste dazu addieren, dann kommen wir wieder zurück. Also das ist eine äquivalente Umformung. Eine zweite Umformung, die wir auch verwendet haben, dass wir eine Zeile mit einem Vielfachen durch ungleich 0 multiplizieren. Also wir haben hier diese Zeile mit einem Siebtel multipliziert und erhalten dann eine äquivalente Gleichung, klarerweise. Und wir können dadurch an gewissen Stellen einen 1 erzeugen. Also zum Beispiel aus dem 7er wird dadurch ein 1er. Es gibt auch andere Operationen, die wir noch nicht verwendet haben, aber die ich jetzt auch noch erwähnen möchte. Nämlich, wir können auch Zeilen vertauschen. Natürlich, wenn man Zeilen vertauscht, dann ändert man das Gleichungssystem nicht. Das ist nur in einer anderen Reihenfolge. Das kann zum Beispiel deshalb günstig sein, wenn hier oben zum Beispiel hier ein Nuller stünde, könnte ich einfach durch Vertauschen der Zeilen hier eine Zahl bekommen, die ungleich 0 ist, und dann kann ich dieses Verfahren durchführen. Man kann auch Folgendes machen, dass man auch Spalten vertauscht, aber man muss ein bisschen aufpassen. Ich dürfte zum Beispiel diese Spalten hier auf der Matrixebene A vertauschen. Das würde bedeuten, dass ich hier die Rollen von x und y vertausche. Das kann man auch machen, muss man aber nicht unbedingt. Ich möchte dieses Verfahren, dieses Gaußsche Eliminationsverfahren, jetzt noch an einem 3x3-System vorführen. Also ich habe jetzt hier nicht zwei Gleichungen, sondern drei Gleichungen und auch drei Unbekannten. X, Y und Z. Schauen wir nach, ob das funktioniert. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen einfach nur die Koeffizienten übernehmen. Also das ist 1, minus 2, 1 und 2, minus 3, minus 2, minus 1, 3, 3 und die rechte Seite ist 3, minus 2, 5. Das sind die erste, die zweite und die dritte Gleichung. Und ich möchte das lösen mit solchen Umformungen und ich verwende jetzt wirklich nur diese Umformungen. Also was ist das Ziel? Wir wollen eliminieren. Eliminieren bedeutet, dass wir versuchen, hier Nullen zu erzeugen. Und wie mache ich das? Indem ich die erste Gleichung gleich lasse. Und dann hier Nullen erzeuge. Also wie erzeuge ich hier Nuller? Hier muss ich einfach die zweite Gleichung nehmen und zweimal die erste abziehen. Dann steht hier 0. Wenn ich das zweimal abziehe, dann steht hier minus 3 plus 4 ist 1. Und hier steht minus 3 und, minus 4, ja, ein bisschen aufpassen, also minus 4 und hier entsteht minus 8. So, und wie erzeuge ich hier 0? Ja, da muss ich die dritte Zeile nehmen und einfach die erste dazu addieren, dann entsteht hier 0. Ja, also das plus dem ist das. Hier entsteht 3 minus 2 steht 1, und hier 3 plus 1 ist 4, 5 und 3 ist 8. Also ich erhalte hier ein äquivalentes System, wo bei den letzten beiden Gleichungen hier x nicht mehr vorkommt. Also wenn ich nur die letzten beiden Gleichungen übersetze, steht hier y minus 4z ist gleich minus 8 und hier y plus 4z ist gleich plus 8. Und Sie sehen, ich habe hier aus diesen drei Gleichungen das x eliminiert und ich habe aus einem 3x3-System ein 2x2-System gemacht. Und natürlich kann man das quasi induktiv weitermachen und der nächste Schritt ist jetzt genauso, wie wir es hier gemacht haben. Wir haben zwei Gleichungen und zwei Unbekannten und eliminieren jetzt wieder eine Variable und das möchte ich jetzt noch weiterführen.
Naja, wie geht es hier weiter? Also ich vergesse sozusagen die erste Gleichung. Ich vergesse sie nicht, weil ich sie noch einmal hier angebe, aber ich lasse sie stehen. Und jetzt betrachte ich nur die unteren beiden Gleichungen oder Zeilen und ich versuche hier nach unten zu eliminieren, das heißt hier einen Nuller zu erzeugen. Also ich lasse auch diese Zeile hier gleich und ich erzeuge hier unten einen Nuller, indem ich einfach die dritte Zeile minus die zweite Zeile nehme, dann steht hier 0, das hier steht 8 und hier steht 16. Naja, jetzt sind wir schon recht weit, so ähnlich wie beim letzten Mal also, oder wie hier. Jetzt müssen wir nicht durch 7, sondern durch 8 dividieren und ich lasse wieder die ersten beiden gleich. 0, 1, minus 4, minus 8 und hier 0, 0, 1, 2. Also erhalte ich schon zunächst einmal schon, dass z gleich 2 sein muss. Nun kann ich aber jetzt, wie wir es auch hier gemacht haben, auch nach oben eliminieren oder hier Nullen erzeugen. Also ich kann zum Beispiel hier Nullen erzeugen. Wie mache ich das? Ich lasse jetzt sozusagen die dritte Zeile gleich und versuche jetzt hier einen Nuller zu erzeugen. Das heißt, die dritte bleibt gleich. Zweite Zeile ersetze ich jetzt durch die ursprüngliche zweite plus viermal die dritte. Und dann entsteht hier 0. Ja, der 1er hier wird nicht verändert, weil hier unten schon ein Nuller ist. Und hier entsteht auch 0. Hier auch. Und die erste Zeile, die verändere ich in dadurch, dass ich hier eine 0 erzeugen möchte, also ich erzeuge hier nach oben 0, indem ich hier die erste Zeile nehme, minus einmal die dritte, dann fällt das weg, also ich bekomme hier 1 minus 0, da hier minus 2 minus 0, das verändert sich nicht, es entsteht hier nur ein Nuller, ja, und wenn ich hier subtrahiere, entsteht ein 1er. Nun, jetzt bin ich schon fast fertig, ich habe jetzt hier 0 erzeugt, und jetzt kann ich noch hier oben auch einen Nuller erzeugen. Wie mache ich das? Indem ich die unteren beiden Zeilen übernehme. Und also die dritte und die zweite Zeile werden übernommen. Und die erste Zeile, die neue erste Zeile, ist die alte erste Zeile plus zweimal die alte zweite. Also ich gebe ein Vielfaches von der zweiten Zeile hier dazu, dann entsteht hier ein Nuller und alle anderen Zahlen bleiben unverändert. Ich muss noch ein bisschen aufpassen, ob hier sich etwas verändert, aber da hier zufällig ein Nuller steht, verändert sich hier auch nichts. Und jetzt habe ich hier eine Einheitsmatrix und ich kann das wieder übersetzen und erhalte sofort das Ergebnis, x ist gleich 1, y ist gleich 0 und z ist gleich 2. Das heißt hier rechts steht die Lösung aufgelistet.